So, hallo, ich mache ein neues Video und zwar aus der Reihe dieser Kurzvideos. Erst das Das ist der Mann aus dem Intro. Volk, das ist der Mann, der uns alle versteht. Er hat den Mut, den ein richtiger Mann haben muss, um dieses Land zu leiten. Denn er rettet die ganze Welt und nicht nur Amerika. Dieser Okay, Tag ist ich gehe mein Tag. hier auf Beiträge. So, und dann bin ich hier. Und der letzte Beitrag, den ich gerade gemacht habe, ich mache jetzt zack, zack ein Video nach dem anderen. Und jetzt war ich schon bei Fall Begel, habe ich ausgelassen, da kommt eine ganz große Sache. Und Fall Tristan Prüber habe ich gerade gemacht. Corona, das ist das andere, das lasse ich weg. Jetzt kommt Fabio Fahrrad tot. Und das ist ein gutes Thema. So, jetzt gehe ich mal hier, mache ich die Musik kurz weg. Ja, die einzelnen Update. Das bezieht sich darauf, da habe ich immer der Polizei noch eine neue Erkenntnis nachgetragen. So, ich gehe dann gleich mal in den letzten rein. Und wobei, naja, das ist vielleicht zu weit gesprungen. Das ist zu weit gesprungen. Also, weil ich will ja in dieser Serie jetzt den Hauptgedanken ausarbeiten und eine kurze Einleitung bringen. Und der Hauptgedanke ist bei diesem Fall praktisch, dass ich erkannt habe, das ist ein Foto von dem gesuchten Person und die Polizei hat dann später gefahndet, praktisch, der Typ hätte ein T-Shirt angehabt. Und das T-Shirt hätte weiße Ärmel und sei vorne blau, also blau-weiß, da vorne sei es blau, weiße Ärmel und seitliche Längseinsätze. Und ich habe gesagt, Blödsinn, das ist nicht ein T-Shirt, sondern der Typ hat eine Teamtrainingweste an, so wie sie sein Leibchen, wie es die Fußballer beim Training haben. Und ich sage, das kann man nachweisen. So, und ich habe dann immer mehr nach. Moment, ich gehe mal runter, bis ich das gezeigt, wo ich das gezeigt habe. Konnte ich es da schon in dem ersten? Ah, nee, in dem ersten habe ich noch nicht das Entscheidende. Ich habe dann auch noch gesagt, gut, er hat auch einen Bart, aber okay, das war. Das war aber der erste Artikel dazu. Im zweiten habe ich schon mehr nachgewiesen, praktisch. Ich zeige es mal, ich habe dieses Bild weiter analysiert und so und habe hier nachgewiesen, hier hat es diese Bändchen. Man sieht diese Struktur von den Bändchen und das ist auch wirklich, das hat Hand und Fuß, das hat Substanz. Das ist ein forensischer Beweis. Und da ist das Gleiche praktisch sogar mit bloßem Auge zu sehen. Da hätte ich das auch jetzt praktisch in die Farbe. Das ist einfach, was ich da gemacht habe. Ich habe nicht den Inhalt verändert, ich habe nur das Farbspektrum verändert. Dadurch ändert sich der Kontrast und man kann es dann nachher mit dem menschlichen Auge praktisch besser erkennen. Ich habe das ist einfach im Farbspektrum und es wirkt jetzt eben rot, aber ich habe das Bild im Grunde nicht verändert. Es ist nur hier, dass man jetzt in dem Zustand einfach am besten erkennt, dass hier die Pixel Linien machen und dieser Bereich ist praktisch, das entspricht auch dem hier. Wenn man die Pixel abzählt, das ist ungefähr gleich dick sozusagen. Also, das ist der Hauptbeitrag in diesem Fall gewesen. Es ist eine Teamtrainingwäsche. Damit hätte man diesen Fall aufklären können, weil dann hätte man fahnden können, was hat er gemacht? Wer fährt denn schon mit einer Trainingsweste rum? Der hat wahrscheinlich Mannschaftssport gemacht, irgendwo einen Kick mit seinen Kollegen zum Beispiel. Auf jeden Fall, das wäre eine mögliche eine Fahndungsmöglichkeit gewesen. Und dann ist nochmal was hier.
Es ist jetzt nicht sicher, aber ich denke, hier sieht man eine Verletzung. Das könnte auf eine Verletzung hindeuten, was man hier sieht an seinem rechten Bein. Also, die Bildauswertung der Polizei ist eine Schande. Also wirklich wie geistige Hosenscheißer. Ein jämmerlicher Dreck von Medien und Behörden. Es ist wirklich. Also, das Thema Universalgenie. In manche Sachen reicht es, wenn man praktisch, ich sage einfach mal, gut, manche sind zu dumm, die begreifen es einfach nicht, auch mit Argumente, aber wenn man mal voraussetzt, ich war wirklich besser wie die ganzen Experten. Ich habe so viele Medien auch informiert über das, was ich hier erkannt habe. Und wo haben dann die ihren Platz in der Gesellschaft und wo habe ich meinen Platz? Mal wirklich, wenn man mal davor ausgeht, dass das stimmt. Die müssten mir ja, ich weiß nicht, also die müssten mir ja davonjagen, die müssten mir ja, man muss es jetzt nicht mit der Peitsche machen, dass man sie nackt durch München treibt, das verlange ich ja gar nicht. Aber das ist ja ein Gesindel, das ist ja ein Gesindel, das ist ja volksschädlich, das ist ja volksschädlicher Idiotismus. Und irgendwie, man sollte auch nicht zu weit davon, man sollte das auch nicht viel harmloser machen, weil das wiederholt sich ja, das wiederholt sich ja. Man muss dieses Gesindel mal irgendwie ein bisschen auf seinen Platz verweisen, so, dass die ein bisschen Respekt bekommen. Weil ich habe vorher war der Fall Bademann-Mord Manfred Giditzky. Der Mann sitzt im Gefängnis wegen Idioten, weil Leute, die zu dumm sind, die sich aber an irgendeiner, die haben irgendwie ein paar Titelchen ein bisschen rumstudiert, sind in eine Position gekommen, aber die ihnen nicht zusteht. Wenn ich komme, steht denen diese Position nicht zu, die sie einnehmen. Dann haben sie eine andere Position einzunehmen. Und ja, Leute, ich gehe davon aus, wenn ihr nicht bald draufkommt, im Guten, dann den Corona-Irrsinn habt ihr schon so viel Schaden als Gesellschaft, weil ihr dumm seid. Und ihr werdet noch mehr Schaden haben. Und wenn es euch dann mal bewusst wird, was für Schaden. Und wenn es dann wirklich so ist, dass ihr, ja, wie ihr verblödet worden seid und was für Schaden und ihr es nicht mehr verdrängen könnt, ich sag mal, dann werde ich manche von den Versagern richtig in Schutz nehmen müssen, weil die sonst gelyncht werden. Als Volksschädlinge. Ihr werdet von Versagern geleitet, von Idioten. Und ja, solange ihr denkt, ihr habt keinen großen Nachteil und so weiter. Aber wenn die Masse des Volkes mal draufkommt, von was für Idioten sie sich haben so viele Jahre verblöden lassen. Das muss jetzt nicht in dem Fall sein, aber das Thema Lynchen wird aufkommen. Es geht uns nur allen noch zu gut, praktisch. Aber wenn ihr genug verloren habt und genug Schaden und auch irgendwann mal persönliches Leiden über euch kommt, weil ihr Idioten seid und weil ihr Idioten folgt, dann werden manche beginnen und sagen, ja, die haben uns so weit gebracht, die ist das so und so und so. Ich sage nicht lynchen, aber ich sage, man kann diese Idioten auch nicht so gewähren lassen. Die muss man davon jagen. Da muss man, die, wo keinen Respekt entwickeln können, die muss man davon jagen. Ja, das ist so. Das ist so. Und da, ja, wir werden schon sehen.
Also, dann haben wir noch mal ein Video gemacht hier. Jetzt können wir mal schauen, was können wir schon mal schauen, was ist denn das Nächste? Das können wir schon schließen. Jetzt können wir hier gehen wir zu den Beiträgen noch mal. Was kommt denn nach dem? Nach diesem Thema. So, das nächste ist, wir waren jetzt hier, Fabio Fahrrad. Ah, der Fall Angelika Vöger. Okay, gut, wunderbar. Dann schließen wir das, gehen wir wieder hier zurück und dann auf ein neues gleich.